Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es nicht um Let's Plays, sondern Hardware. Wir sind ja hier nicht nur ein reiner Let's Play Kanal, sondern es geht ja um verschiedene Sachen, Let's Plays, How-Tos und auch Hardware-Vorstellungen, beziehungsweise in irgendeiner Form halt auch ein Ratgeber. Und heute behandeln wir das Thema Monitore. Monitore für den Amiga. Ich habe hier zwei bzw. drei Exemplare stehen, wozu ich zu den jeweiligen Monitoren gerne was erzählen möchte. So ein bisschen Grundlagen für den unentschlossenen oder zukünftigen Amiga-Spieler, der halt noch große Fernseher mit SCART-Anschluss im Hinterkopf hat. Und ich möchte hier gerne Alternativen aufzeigen, die man nutzen könnte oder die entsprechend für die jeweiligen Nutzungsgebiete die richtigen wären. So, kommen wir hier zu meinem ersten LCD-Monitor. Das wäre so ein Flachbildmonitor von NEC. Das ist also in Sachen Monitore, also Flachbildmonitore, mein Favorit. Aufgrund der Optik. Diesen Monitor habe ich hier in einem Amiga Beige lackiert. Und ich finde, die Rippen, ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, ich gehe mal wieder näher ran. Vorne die Rippen, also das ist also sowas von Amiga Design, was hier vorne dran ist. Versehen habe ich das dann noch mit einem kleinen Commodore-Logo. Und ich finde, das schmiegt sich also sehr gut an einen Amiga 500 an oder auch anderen Amiga-Modellen. Dieser Monitor kann mit dem 15 kHz Signal des Amigas sehr gut umgehen und stellt auch Scrolling wunderbar flüssig und weich dar. Also davon profitieren natürlich Spiele wie Alien Breed oder Pinball Dreams oder Pinball Fantasies, die halt sehr flüssiges Scrolling brauchen. Das kriegt natürlich ein Röhrenmonitor perfekt hin. Das sieht dann so aus, als wenn man ein Blatt Papier gleichmäßig halt hochziehen würde. Das kriegt dieser Flachbildmonitor auch sehr gut hin. Es gibt auf der Seite, kleinen Moment, HTTP, 15 kHz, also 15khz.wiki.com gibt es eine Liste, wo halt entsprechend kompatible Monitore aufgelistet sind. Darunter fällt auch er hier. Anschlüsse hat er einmal VGA, also wenn man denn vorhat, seinen Amiga 500 an einen Monitor, also an einen Flachbildmonitor anzuschließen, ohne HF-Modulator oder ähnlichem, sondern halt nach Möglichkeit direkt und platzsparend, was ja nun mal so ein dünner Monitor hier auf jeden Fall ist, dann würde ich demjenigen diesen Monitor empfehlen. Auf gängigen Auktionshäusern so relativ günstig zu bekommen. Man müsste im Grunde sich nur einen RGB to VGA Adapter kaufen, der um die 15-20 Euro kostet, und dann halt ein VGA Kabel. Dann schließt man das an, und ein Y-Kabel Cinch zu 3,5 Zoll Millimeter Klinke, weil der hat hier einen Audioeingang und, ich sag mal, durchschnittlich klingende Lautsprecher auf beiden Seiten. Also die sind jetzt nicht sonderlich kraftvoll, klingen die nicht unbedingt, aber sie tun auf jeden Fall ihren Dienst. Und wenn man halt so eine kompakte Ecke haben möchte, so dass man den Amiga halt auch mal stehen lassen kann, dann finde ich, macht dieser Monitor hier schon eine sehr gute Figur. Ja, wie gesagt, es gibt noch welche, man muss halt ein bisschen Ausschau halten und so weiter. Der hat ein schönes Bild, also und beim Einstellen, ganz wichtig, halt noch einen Faktor, weil einige oder bei einigen gibt es halt zu bemängeln, dass das Bild an sich immer so ein bisschen aus der Mitte rückt. Also man muss dann da schon ein bisschen probieren. Meiner Erfahrung nach war das Spiel Stunt Car Racer zum Beispiel eine gute
ja, der hatte halt so einen speziellen Ausschnitt des Bildes, sodass man, wenn man in einem bestimmten oder einem bestimmten Zeitpunkt des Spiels auf Auto gedrückt hat, also dass er sich automatisch skaliert, dann hat man praktisch ein Bild gehabt, was halt langfristig, was bleibt ja dann gespeichert, langfristig halt genauso ist wie das Bildformat von einer Röhre. Das heißt, meinetwegen beim 500er war es ja oftmals so, dass nur der obere Bereich bis ungefähr mein Zeigefinger dargestellt wurde. Einige auch im Vollbild, aber in der Regel spielte sich das Bild halt oftmals oben ab. Das kriegt man mit diesem Monitor auf jeden Fall einwandfrei hin. Das ist also, wie gesagt, eher so für die Nutzung eines normalen 500ers oder meinetwegen auch 1200ers, ohne separate Grafikkarte, sondern halt nur einen normalen RGB-Ausgang. Dafür wäre der Monitor hier ideal. So, dann haben wir ein weiteres Exemplar. Wenn man denn vorhat, eine separate Grafikkarte zu haben. Das hier ist auch ein NEC-Monitor, ein Multisync LCD 1970NX. Das Besondere an diesem Monitor ist hier, er hat zwei Eingänge. Wenn man halt eine Grafikkarte hat, in einem Amiga 500, man kann die ja schon, man kann sie zusammen auf ein Signal bringen, aber dafür braucht man so einen automatischen Umschalter. Den gab es mal eine Zeit lang, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Aber die Bauteile und die Platine davon, wie gesagt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, müsste ich nochmal recherchieren. Wenn ich es recherchiert habe, füge ich auf jeden Fall einen Link ein. Ist allerdings nicht so leicht ranzukommen, müsste man halt irgendwie nachbauen. Die einfachste Methode wäre einfach, dass man mit einem Klick das Eingangssignal umswitcht. Das wäre so die einfachste Variante. Man hat also ein RGB-Signal. Bei Spielen zum Beispiel, das wird ja primär über RGB-Signal ausgegeben. Und die Grafikoberfläche der Workbench zum Beispiel, wenn man halt eine höhere Auflösung fahren möchte, dann läuft das oftmals halt über die Grafikkarte. In diesem Fall hat der Monitor einen DVI-Anschluss und einen VGA-Anschluss. Das VGA-Signal könnte man wie bei dem vorherigen Monitor über einen RGB-to-VGA-Adapter lösen und halt einspeisen. Und wenn man von der Grafikkarte das Signal haben möchte, wenn man jetzt einen HDMI-Ausgang zum Beispiel hätte, wie bei der Vampire oder der Firebird, wobei, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, Firebird gibt alles über HDMI aus, also wie bei der Vampire V500. Und man möchte halt das HDMI-Signal hier einspeichern, dann kann man einfach einen HDMI-to-DVI-Adapter nehmen, den kann man hinten anklemmen und den kann man halt zwischen den beiden Eingangsquellen wunderbar hin und her schalten. Ne? Also man hat halt den normalen Desktop, der hat hier 1280 mal 1024 Bildpunkte. Das ist also völlig ausreichend für eine vernünftig dargestellte Workbench oder jetzt ich sag mal Coffin als Beispiel oder Apollo OS oder ähnliches. Und sobald man halt ein Spiel startet, switcht ja die Vampire auf das RGB-Signal um. Und dann könnte man halt hier einfach einen Knopf drücken und schaltet halt auf das normale VGA-Signal und genauso kommt man halt auch wieder zurück. Das ist natürlich super. Die Firebird hat allerdings eine positive Eigenschaft. Man braucht halt dieses hin und herschalten nicht mehr, sondern es wird halt werden halt die RGB-Signale praktisch auch über das HDMI-Signal umgeswitcht. Also da läuft alles über HDMI. Man braucht das Umschalten nicht mehr. Dann könnte man theoretisch von HDMI auf VGA gehen und könnte halt dann den anderen Monitor nehmen. Eine Besonderheit. Und ein kleiner Tipp von mir hier zu diesem Monitor. Oftmals, also in diesem Fall habe ich das schon geändert, dieser Monitor hatte einen extrem schweren Fuß. In der Regel ist es immer so, dass die Verkäufer bei den gängigen Verkaufsplattformen da schon ein Problem haben, weil der Fuß von diesem Monitor so elendig schwer ist. Und das lässt sich auch nicht wirklich gut verpacken.
Und die Gefahr, dass halt da was bei kaputt geht, ist halt auch eigenermaßen groß. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich halt die Verkäufer angeschrieben habe und habe gefragt, ob sie nicht den Fuß abbauen können. Den entsorgen sie dann halt. Ich kann dann kurz den Fuß mal zeigen, wie der normalerweise aussieht. Das hier ist der normale Fuß. So sieht das Teil normalerweise aus. Den kann man halt auch in der Höhe verstellen. So. So sieht er aus. Problematik ist nur, der ist halt, wie gesagt, einigermaßen schwer. Wenn man dann den Verkäufer freundlich bittet, den Halter abzubauen, und sich halt auf einem der, naja, der Plattform mit dem großen Lächeln mal umschaut, dann gibt es für sehr wenig Geld einen Monitorhalter, der auch ganz, ich sag mal, ganz formschön ist und halt deutlich weniger wiegt. Denn wenn man diesen Monitor als Beispiel auf seinen Tausender stellen möchte, dann ist natürlich auch die Belastung deutlich geringer, als wenn man jetzt diesen sehr schweren Monitorständer damit draufstellen würde, ne? Ja, das Bild ist wie gesagt auch sehr gut bei beiden Monitoren. Ich persönlich nutze allerdings aktuell den einzig wahren und ja, so die ersten, ich sag mal, die ersten Stunden waren auch ein bisschen anstrengend, weil sich das Auge erstmal wieder daran gewöhnen musste, weil ich nirgends in der Zwischenzeit einen Röhrenmonitor oder einen Fernseher oder sowas gesehen habe. Deswegen war da erstmal ein bisschen Umgewöhnung vonnöten, aber ich persönlich spiele auf einem C84S-Monitor. Das ist halt der originale Commodore-Monitor, weil ich da einfach das, ich sag mal, dann vom Sound her, von dem Bild her, es gehört halt mit zu diesem Retro-Feeling, was man halt hat, ne? Das erinnert einem halt vollständig an früher, wenn man da hinguckt. Und ich glaube, der Schaden, den meine Augen davon tragen, das wird sich arg in Grenzen halten. Das artet ja auch nicht aus. Ist aber, wie gesagt, meiner Meinung nach das Beste. Wenn man natürlich ein schönes, ruhiges und augenschonendes Bild haben möchte, dann gerne dann natürlich einen Flachbildmonitor. Und ja, man kann sich dann auf dieser Seite mal umschauen. Da gibt es auch genaue Modellbezeichnungen der jeweiligen Monitore, die dafür kompatibel wären für den Amiga. Und welche Einbußen man da hat. Also wie gesagt, mit dieser Autokorrektur sich ein Spiel rausnehmen, was halt in bestimmten Bereichen da dann auf automatische Bildkorrektur drücken. Und dann kriegt man, das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber dann kriegt man das eigentlich hin. So, das war jetzt hier kurz und knapp von mir zu den Monitoren. Ich hoffe, ich habe da dem einen oder anderen geholfen, ihm mal eine grobe Richtung zu geben. Ich würde mich über einen Kommentar freuen. Wenn da Fehler oder Korrekturen bei sind, gerne drunter schreiben. Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen hier von mir gegeben und das sind auch meine Erfahrungen, die ich dazu habe. Ja, ansonsten gerne ein Like, ein Abo dalassen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, tschüss.